Hallo, wir sind heute hier auf der Anuga in Köln. Das ist die weltweit größte und wichtigste Messe für Ernährung. Hier zeigen jetzt in diesen Tagen über 7000 Aussteller aus 100 Ländern das, was wir irgendwann in Zukunft mal essen werden. Genau, und das interessiert uns natürlich total. Deswegen haben wir uns auch kompetente Unterstützung geholt. Die Kollegin Nadine Klees aus der Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Michael Wrobel aus der Online-Redaktion. Und ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen testen und uns ein bisschen was angucken und natürlich auch was probieren und mal schauen, was sind denn so die Trends. Und da stürzen wir uns jetzt mal rein. So, wir sind jetzt am Stand von Healthy Algae. Das kann kein Mensch aussprechen und deswegen haben sich die Macher das Ganze genannt. Wir nennen es einfach Helga. Ute Betkic ist jetzt bei uns, einer der Gründerinnen. Was kriegen wir jetzt hier zu trinken? Was ist Helga? Das erste Erfrischungsgetränk mit Chlorella-Alge, das es gibt, haben wir in Österreich entwickelt, ist seit einem halben Jahr am Markt. Und Helga, wie Sie schon sagten, von Healthy Algae, gesunde Alge, weil Algen einfach so viele gesunde Inhaltsstoffe haben. Die erste Helga, die man trinken kann. Also, probieren wir jetzt mal. Prösterchen. Ja, erfrischend. Schmeckt gesund. Schmeckt sehr gesund. Ja. Das Besondere an Helga. Ein Getränk in dieser Art ist wirklich das erste. Wir haben auch deswegen den Top-Innovationspreis bekommen auf der Anuga. Das Besondere daran ist die Alge, die einfach so viele wertvolle Inhaltsstoffe hat. B12, Eisen, Chlorophyll und ist deshalb auch gesundiger. Und Helga bekomme ich wo? Helga bekommt man momentan in Österreich. Wir haben unsere erste Charge für Deutschland bereits abgefüllt, stehen in den Startlöchern und hoffen, dass sie uns auch bald hier in den Regalen bekommen. Okay, also wir brauchen noch einen Vertriebspartner für Helga in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ist jemand dabei. Wir müssen sagen, es schmeckt. Ja, also auf jeden Fall. Zugreifen. Danke. Zu den besonderen Trends auf der Anuga in diesem Jahr gehören nicht nur gesunde Sachen, wie wir eben gesehen haben, wie zum Beispiel die Helga, sondern auch einer der großen Trends ist auch vegane und vegetarische Produkte. Es gibt ja mittlerweile, ich glaube, fast 1 Million Veganer in Deutschland und die Produkte werden immer beliebter. Das sieht man auch in den Supermärkten, dass die Regale einfach immer voller werden. Es gibt mittlerweile ja alles Mögliche von Bolognese, Wurst, Fleisch und wir probieren jetzt gleich mal eine vegetarische Currywurst. Es sieht ja schon mal optisch, sieht gut aus. Sieht aus wie eine ganz normale Currywurst. Mal gucken, ob sie auch so schmeckt. Das ist meistens bei vegetarischen Produkten, dass sie ein bisschen fester sind im Biss. Ne? Also die normale Wurst ist ein bisschen weicher. Bei der vegetarischen Wurst ist es meistens so, dass sie ein bisschen fester im Biss ist. Von der Soße finde ich sie super. Die Soße schmeckt gut. Also das könnte eine Fleischsoße sein. Könnte eine Fleischsoße sein. Mhm. Also da brauche ich keine normale Wurst. Die vegetarische Variante finde ich super. Wieder Würstchen, diesmal mit Fleisch. Wir sind hier bei der Firma Halberstädter und probieren die Europameister-Bratwürstchen. Wir fangen an mit Croatia Cevapcici Style. Okay. Das befinden wir direkt hier vorne. So, dann den zukünftigen Europameister. Gehen wir von aus, die deutsche Mannschaft im Curry Style. Auch Curryfarbe, gell? Curry, schön, ja. Den Curry-Charakter. Oh. Weltmeisterlich definitiv, hoffentlich auch europameisterlich. Dann haben wir hier unseren türkischen Favoriten im Döner-Style mit Rindfleisch und Putenfleisch. Okay. Mhm. Schmeckt wirklich wie ein Döner. So, und abschließend hier den Gastgeber, auch die traubige Note sieht man auch schon an der Farbe. Im Traubenstyle. Okay. Ist die auch gesünder? Wurst ist generell gesund. Ah, siehst du, wusste ich doch. Deutschland hat sich ja jetzt schon qualifiziert, Kroatien glaube ich auch. Ja. Die Türkei noch nicht. Was machen Sie, wenn die Türkei nicht dabei ist mit den Würstchen? Also die lassen wir uns trotzdem schmecken, die Geschmacksnote ist ja da. Und auch wenn die Türkei nicht sich qualifiziert, ist sie trotzdem gerne unsere Würstchen. So ist es. Also von daher. In diesem Sinne, liebe Türkei, wir drücken die Daumen. Aber die Wurst lassen wir uns schon mal schmecken. Hier runter.
es gibt Chicken Döner, es gibt Chicken Sandwich, warum soll es dann nicht auch Chicken Eis geben, haben sich Schweizer, also Schweizer Unternehmen vorgestellt. Und deswegen haben wir sofort gesagt, da müssen wir hin, das müssen wir mal testen. Der Herr Hersche ist bei uns. Herr Hersche, wie kommt man denn darauf, ein Eis mit Hühnchengeschmack zu machen? Indem man ein bisschen verrückt ist, okay. Indem man mal was ganz Neues machen will, indem man eine sehr innovative Crew hat. Und die Idee dahinter ist einfach mal gewesen, mal was ganz Neues zu bringen in einer Mischung, die hochinteressant ist. Und die Wirkung hier an der Messe auf die Menschen, die das probieren, die ist verblüffend. Okay, und diese Wirkung wollen auch wir jetzt mal testen. Nadine, wir probieren jetzt das Chicken Eis. Fangen wir an mit der Estragon. Nadine wagt sich als erstes ran. Ja, schmeckt nach Hühnchen und nach Estragon. Ungewöhnlich, Eis mit Fleisch. Das Hühnchenstückchen. Das sind andere Stücke. Es ist ein bisschen Kopfkino. Ne? Man hat Hühnchen als Eis. Aber wenn man das abgeschaltet hat, ist es super. Oder? Wir haben so einen smaller one. So, jetzt sind wir an der Abteilung, wo ich unbedingt hin wollte. Ich liebe Chips. Und wir sind bei 10 Acre, einem britischen Unternehmen. Und wir wollen jetzt hier mal testen, was denn für Chips hier verkauft werden oder beziehungsweise angeboten werden. Denn diese Chips haben es wirklich tatsächlich in sich. Sie sind vegetarisch, sie sind vegan, sie sind koscher, halal. Sie sind halal. Eigentlich sind sie eigentlich komplett alles, also absolut gesund. Und das wollen wir machen. Gesunde Chips klingt für mich fantastisch. Wir fangen an mit Cappuccino Popcorn. Mit Cappuccino Popcorn. Okay, ein bisschen was Süßes. Wir fangen mal einfach an. Dann machen wir mal ein bisschen mehr. Wir kombinieren Cappuccino-Geschmack und Popcorn. Finde ich perfekt. Okay. Das Gute an den Produkten ist ja auch, dass es auch die mit Allergien essen können. Also es hat auch keine Laktose und kein Gluten und das ist eigentlich für alle. Ja, und Kalorien hat es garantiert auch nicht. Bestimmt. Wir hatten eben schon mal Chicken Eis. Jetzt haben wir Chicken Chips. Also ich meine, perfekt, oder? Die Kombination ist super. Vegan. The face says the story. 4 Stunden waren wir jetzt hier auf der Anuga, haben es durchgefuttert und durchgetestet. Wir haben dabei gemerkt, die Grenzen zwischen Süßem und Herzhaftem, zwischen Fleischfreien, also vegetarisch und vegan, und Fleischprodukten sind mittlerweile fließend. Nadine, dein Highlight heute auf der Anuga? Ich glaube, ich würde das Chicken Gelati auf jeden Fall wieder probieren und kaufen. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, man muss ja offen sein für Neues. Und wer weiß, vielleicht können wir das ein oder andere Produkt bald schon im Supermarkt kaufen. Möglich, aber ganz ehrlich, mir ist jetzt nach dem Döner. Gehen wir einen Döner essen? Okay, einen Döner.